Hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge von Pokémon Strahlende Diamant zusammen mit Apfel. Hallo, 24. 24, ja. Ich bin noch hier hinten beim. Warum mache ich laut? Ich wollte leise machen. Ich bin noch hier beim Anwesen. Wo ich jetzt noch die zwei Schnösel hier wegklatsche. Die geben das richtige Cash. Ich sage dir. Laufen Dann nur habe ich. Grünhaarige rum. Solange es nicht Rothaarige sind. Sagst du, hiernach habe ich ausgesorgt. Münzamulett und zwei Schnösel. Und zwei Schnösel. Oh, Lady Melissa ist die eine. Oh, Kiddo und Franzfrau. Ja, okay. Die ballern da alle. Ich habe einen Luxio und einen Haspirohr. Easy Snack. Erste Mal, dass ich meinen Garados einsetze. Oh. Was erweist ihm die Ehre? Ponita. Wow. Das Haspirohr ist schnell. Ah, gut, weiß, wo du zu sein wirst. Luxio. Ja, Junge, Luxio ist Level 19. Was? Die sind beide Level 19 gewesen. Wow. Was für eine harte Aufgabe. Schelkerein. Das ist dein Vieh. Nein. Guck, hat ein dummes, dummes Name, ne? Welch beeindruckende Stärke. 13K! Und hier kann man dann richtig Cash farmen. Ah, shit, ich habe auf Weiterkämpfen gedrückt. Das kann mir gar nicht passieren. Ich mache mal ganz kurz meinen Adventskalender auf. Ja, die zwei habe ich auch noch hier stehen. Ich habe nicht mal aufgemacht. Ich habe nur nichts gemacht. So, das So, wer ist reicht. es von gestern, wer ist es von heute? Das ist von heute gestern. Ah ja, ein Pulsator. Ich bin immer besser. Ja. Ich war heute bei der Bank. Das riecht stark. Was hast du gemacht in der Bank? Einen Termin wiederholt, den ich vor einem Monat absagen musste. Sieht bei mir, ich soll vor meiner Ausbildung mal reinkommen, bin ich hingegangen. Ja, wir haben jetzt wegen Sparen geredet. Anlagen. Okay. Alter. Ja, wir haben mir zwei Fonds rausgesucht. Schaue ich mir jetzt noch mal im Detail an und dann wird das Cash gemacht. Genau. Oh nein, nein, ich bin die alte Dame gelaufen. Und die bin ich auch schon gelaufen. Mit einem so jungen Trainer habe ich noch nie gekämpft. Ich bin ganz nervös. Ja, das ist dieselbe. Zweideutig. Okay. Ich sollte warten, bis der Schaum ein bisschen weiter weg ist. Ich wäre Ja, gerade fast habe ich mir auch erstickt. gedacht. Ich wäre gerade fast erstickt, wenn ich dir das sage. Nein, warum drehst Oh! du dich in dem Moment zu Sie war mir? One-Hit! Bastard. Ihr Level 19 Roselia war One-Hit gegen mein Level 33 Ballon. Wenn du jetzt kein Cash gibst, bin ich wütend. Ach, okay, ist in Ordnung. Dann nehme ich den alten Mann da auch noch auseinander. Naja, die beiden habe ich auch schon auseinandergenommen. Ja, und da muss ich jetzt auch mal schauen, dass ich zu dir hinkomme, weil ich kann ja nicht angehen, dass du so weit vor mir bist. Nur weil es Gentleman die alten Roll. Leute abzieht. Ja, ich bin da auch noch voll dahinter. So viel Cash Ja, hast du mein noch nie letztes gemacht. Pokémon, mein letztes Pokémon hat Level 30 erreicht. Anfänger. Ja, die anderen sind schon ein, zwei Level für Level 40, Oh also. fuck. Ich kann keine Geistattacken gegen Claudia einsetzen. Hätte ich wissen müssen. Kiddo! Verprügel den Vogel. Herr Prügel.
Gib ihm Saures. Wie weit die Kamera jetzt rausgesucht ist, weil Kiddo so groß ist. So, Kiddo ist sogar noch schneller. Und zack. Mit Level 19 Plaudergeist tot. Vernichtet. Verderben. Der Gentleman Oliver. Die Technik ist wirklich tadellos. Das sagt man mir oft. Weißt du, so angenehm wie die Massage auch war, jetzt habe ich einen Muskelkater. Ich verstehe nicht, was Leute an Massagen finden. Ich muss sie ja machen. So du musst also. Ja, gut. Ja, ich kriege sie. Wir kriegen sie ja von der Arbeit gezahlt. Und. Really? Ja, einmal im Quartal. What? Ich würde das sowas von nehmen. Ja, ich war auch da und. Nee. Mag das nicht. Ich meine. Rückenmassage oder was? Ja. Ich meine, es ist kostenlos, also werde ich wieder hingehen. Ja, doch, es entspannt schon ziemlich. Auch wenn es an sich recht. Ah, shit! Du bist nicht effektiv. Du bist trotzdem gewonnen. Wir uns bald wieder, mach ich. Jetzt werden die Enton abgeschlachtet. Oder weggebracht. Ich glaube, da muss ich mich auch dafür einsetzen, dass wir das Zeug bekommen. Hey, ihr kriegt jetzt schon eure Impfpflicht, also mehr kriegt ihr jetzt nicht mehr die nächsten Jahre. Das war schon Geschenk genug, ja. Meinst du? Genau. Was? Nein, geh doch zurück! Nein, ich bin den zweiten von den drei Ninjas gerannt. Jetzt kannst du den dritten auch noch mitnehmen. Nee, der liegt hinter mir, das muss der letzte von denen sein. Ich hab den zweiten übersprungen. Warte mal, wo muss ich hin? Nach oben. Was? Warte, ich bin gar. Ich komme auf die Map nicht klar. Wo ist denn dieses? Pass auf, wenn du das versteckst, zwei Ninja. Lol, ich bin ja komplett falsch. Ja, komplett falsch. Also, ich dachte, ich wäre näher dran jetzt. Achso, ich bin jetzt hier mit den Lautrüder geformt für ein Item. Was ist das für ein Item? Spukball. So, Pingu wird sich wahrscheinlich bald entwickeln. Spukball? Ja. Was ist denn Spukball? Schauen wir mal. Sie wirft das Ziel mit einem gruseligen Ball und senkt eventuell dessen Spezialverteidigung. Stärke 80, Genauigkeit 100. Ach so, die Attacke. Oh mein Gott, ich war grad. Ja, Spukball. Da darf ich auch. So. Alter, ich war grad so lost. Gibt's einen Trainer, der muss sich auf die Seite drehen oder muss ich gegen dich kämpfen? Wir warten mal. Kannst du warten, bis ich auch da bin? Und Pingu ist bald Level 35 und dann sollte er sich entwickeln. Ich gehe einen Millimeter und dann ist schon der nächste wilde Vieh. Ja. Das ist manchmal schlimm. Und nimm es auseinander. Pingu ist Level 35. Nice. Und entwickelt sich nicht. Also kann ich Pingu wieder nach hinten tun für Stechi. Meine Viecher sind aufs Level 37, 38. Ja, Alter. Ey. Nein! Manchmal kommt nicht ein wildes Pokémon, sondern manchmal kommen sie einfach alle 2 Minuten, Sekunden. Er hat mich getrickst, das ist der dritte Ninja. Weil das sind es mehr als drei. Da will ich das im anderen auch mal in den zwei in der Anfangswiese sein müssten. Verdammt. Ich glaube, es sind drei. Es sind sogar alle drei in der Anfangswiese. Es sind einfach andere Ninjas. Dang it. Ja, verpiss dich, Intons. Laufe davon.
Ja, in der Mitte von der Wiese, wo du bist, müsste einer sein und rechts oben von der Wiese müsste einer sein. Damit der andere wohl links unten sein. Ach, Cynthia, was willst du denn jetzt? Oh, gut, du hast die Geheimmedizin eingesetzt. Hättest du auch machen können. Nee, Entern leiden ja warum? bekanntermaßen unter chronischen Kopfschmerzen, doch niemand kennt die Ursache dafür. Ach ja, dürfte ich dich vielleicht um einen Gefallen bitten? Bitte nicht. Bitte bring meiner Großmutter in Elises diesen Talisman vorbei. Es soll einige seltene Pokémon zwischen hier und Elises geben, also dürfte sich die Reise auch für dich lohnen. Das könntest du auch machen. Echt so. Ja, ich werde deine Großmutter schon finden. Weit oben fliegt denn ein Golbat im Kampf? Ich hab einen Rauchball gefunden. Ponyta. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Danke. Ich habe andere Probleme. So habe ich zufälligerweise ein Gegengift. So, Und das ist Pantimimi. super. Du Stechi, halt es hin, solange ich Bälle auf es werfe. Auch nicht zur Seite. Meine Güte, sind hier viele Trainer. Ach Mann! Ich glaube an dich. Ah, fuck you. Okay, Stechi. Okay, du machst das jetzt. Und schon ist die Kamera wieder 5 Kilometer weiter weg. Ich habe jetzt so viel zu spät in der Arbeit angerufen. Ich hätte 7 anrufen sollen. Um 9 bin ich so wach geworden, denke mir, fuck. Ja, du bist halt so krank gewesen. Was soll die machen? Das Beste war aber, dass mich dann um 10, 11 auf einmal meine Lehrerin anrief und gesagt habe, ich hätte mich nicht krank gemeldet. Ich so, hey, was? Ich Habe hab ich. da schon, ich hab da um 9 angerufen, er wurde nicht durchgehen, so, geil. Die wird glauben, du lügst. Und plötzlich wissen Das die, bei denen du angerufen hast, auch nichts mehr davon. Beste ist, einer, der wo einfach bloß keinen Bock hatte und deshalb angerufen hat, hat sie am Telefon gesagt, so, ja, sie hören sich auf Frauen gerade an und ich ging so, was? Schauspieler. Okay, gut. Why not? Ja, willst du jetzt vielleicht drin? Ich will kein Rollenspiel machen. Lass mich bitte in Ruhe. Mann, jetzt steht da noch einer. Ich scheitere schon daran, so ein Fick Pantini zu fangen. Kiddo, schwäche es. Wenn es stirbt, ist es mir scheißegal. Der hat nur oder war. Der hat ihn. Wunderbar. Jetzt habe ich verstanden, was du mir sagen willst. Uno, dos, tres, cuatro. Easy. Endlich. Finally. Ja, ich will einen Spitznamen geben. Dieser wird Clown sein. In meine Box mit dir. Ich will dich nie wiedersehen. Nie wieder. Ich wollte Kiddo weiter auswählen. Oh, sie hat einen Girafarig. Nice. Also, was ich mir gerade wieder anschaue. Nee. Typisch. Hatten wir nicht mal einen Plan, dass wir es gemeinsam machen? Ah. Das gibt mir auch schon bei. Als Jurassic Park. Ja, genau. ja.
Ich will's auch mal wieder schauen. Weihnachtsferien, let's go. Ich muss ehrlich sagen, jetzt, wo ich mir das nochmal anschaue, die Story ist halt so unangenehm schnell, ne? Ja, muss halt. 10 Folgen. 10 Folgen musst du 10 Charaktere töten. 9. Neun. Um's genau zu nehmen. Da ist ein Item. Das will ich haben. Ich kann mich jetzt so lange in diesem Scheißgras hier aufhalten, bis ich einen Schanera finde. Ja. Bis auf Scharnierer und Kleinstein habe ich da drin nichts gefunden. Ich hab Nito und Nee, nicht Panini die ganze Kleinstein. Zeit. Ponita hatte ich die ganze Zeit neben den drei Scharnierers. Ich hab alles, außer ein Schanere. Oh, da ist es! Ist Kiddo. Oh, das ist fast genauso groß wie Kiddo. So, paralysieren. Daddy's home. I'm back. Komm, Sternschauer wird nicht töten. Sternschauer wird nicht. Sternschauer töten nicht annähernd. Natürlich. Kiddo. Wieso? Dann werde ich jetzt wohl einfach Bälle werfen. Es funktioniert. Dieser Stadtteil kann Supermarkt, aber du kannst in diesem Haus Zeitung kaufen. Ist es da nicht in Nein, ist der Supermarkt? Schwarzmarkt. Ah. Eine ganz klare Sache hier. Ach so, jetzt kann man hier natürlich nur Superbälle kaufen. Möchtest du schon näheren Spitznamen geben? Ich habe Ich. 100.000, ich bin reich. Healy. Ich kann Outfit kaufen. Wie ist das 100k? Ah, Finsterball, Flottball Oh, und Timerball. Flottbälle? Nice. Hier gibt's da oben zum Kaufen. Ja, Oh, verdammt, okay, komm. ich weiß, Boah, wofür die ich mein sind aber ganzes Geld. teuer. Wie viel? 1.000 pro Stück. Oh. 1000 ist schon hart. Okay, ich habe mir ein paar geholt für die Kämpfe, wo länger dauern und hol mir jetzt. Nein! Was ist gerade passiert? Ninja-Junge Otis hat mich angegriffen. Aber wie? Jetzt oben oder in der Mitte? Der in der Ja, Mitte. das ist so eine kleine Erhöhung Ja, irgendwo aus, die ich jetzt noch was nicht. nee. Die Sache ist, mich hat ein wildes Pokémon angegriffen. Da bin ich dann geflüchtet, bin nach oben zum Pokéball gelaufen, sehe nur, wie er unten aus seinem Versteck rausläuft, rausspringt und mich instant angreift. So, es war halt nicht mal so nebenbei gerade. Oh lol, Kiddo schläft ja, das habe ich vergessen. Guru muss ich auch wieder ein bisschen kämpfen, weil ja, braucht das. Was hat der gerade gesagt? Oh no, nicht das schon höre ich im Bock. Verstehe nicht, Das ist was ein du meinen. Pokémon. Er muss schon selber lesen. Oh ja. Ja. Haben wir jetzt schon 4 Orden, oder? Also ein Krass. Superball bekommen. Krass, wir haben 4 Orden. Wir sind ja schon langsam alt. Muss ich nebenbei kurz was googeln? Oh, Kiddo will Ladungsstoß lernen. Ja, weg mit Schockwelle. Ganz fein hast du es gemacht, Kiddo. Ganz fein. Digga, Otis hat drei Kleinsteine und alle drei wollen dich. Oh nein. Oh Gott. Also in die Attacke eingesetzt, die häufiger daneben geht, und wenn es die daneben geht, macht sie mir 50% Damage. Aber es hat alles natürlich gut gegangen. Die Attacke ist bei mir noch nie daneben gegangen. Ich sollte die weiter einsetzen, das wird nicht schief gehen. Habe ich irgendwas gegen Schlaf? Ja, ich habe einen Aufwecker.
auf, du faules Stück. Dann halte ich die zwei Kollegen noch. Und Stechi darf sich auch langsam entwickeln. Der wird langsam ein bisschen schwach. Oh nein, es ist... Oh nein, es ist... Junge, man sieht ja mit dem Nebel gar nichts. Ich dachte mir jetzt so, ja, Nebel, das nehme ich hin. Ich brauche da jetzt keinen Auflocker. Ne? Das ist zu krass. Ja, deswegen wollte ich da nicht einfach so... Ich habe mich da safe verlaufen. Ich schätze, du bist die alte Dame, oder? Es gibt nur eine. Oh Gott. Oh nein, die sind alle grünhaarig. Die verstecken sich alle im Gras. So. Ich habe eine andere Logo bekommen. Wofür? Rocket. Wieso? Er braucht heutzutage noch eine andere Logo. Und eine Schattenbrille. Er hat zwar eine Dunkelbrille, die hat sich wirklich umgekehrt. Oh. Das ist cool. Das hier ist definitiv kein gutes Matchup. Ja, irgendwie Stechi gibt hier gar nichts. Was soll jetzt diese andere Logo sein? Eine Analoguhr halt. Das ist keine digitale. Ah. Schön, dass 12 Uhr im Pokéball ist. Wahrscheinlich kommt dann da irgendwas raus, wenn es Punkt 12 ist. Ich bin gewillt, das auszuprobieren. Verständlich. Das ist Route 211, da will ich natürlich nicht mehr. Ah, es ist anstrengend, mit allen Leuten zu reden. Glaube ich dir. Wait, wer der... Wo zum... Oh, wo ist es? Komm schon, Guru. Du kannst das Ponyta töten. Es ist nicht so stark. Ah, und der nächste. Stechi erreicht Level 32. Stechi, entwickle dich. Do it for me. For me. Ah, ich muss auf den Crit hoffen. Guru. Guru hat einen Crit gemacht. Sehr gut, Guru. Du hast die scheiß Schildkröte getötet. Also auf Level 36 liegen nur noch Ferdinand und Frikadelle mit 32 und 33 dahinter. Okay. Nice. Wie viele S kann man denn in einem Wort haben, ey? Sauerstoffflasche. Oh, Quiekle entwickelt sich! Nebeneinander, Alter. Fucking die Attacke Nassschweif einfach mit 3 S. Das sieht falsch aus! Nein, das ist richtig so. Einfach falsch aus. Richtig ist das. Okay. Alter, oh mein Gott, wer will denn noch alles diesen verdammten Frosch haben? Ja, Manni entwickelt. Manni hat sich entwickelt. Der will Eiszahn lernen. Der gute Manni will Eiszahn lernen. Ah, Roy ist Level 36. 1, 2 und schwupp. Manni hat Weiß nicht mehr vergessen und Eiszahn gelernt. Sehr gut, Manni. Du mauserst dich. Du mauserst dich zu einem guten Pokémon. Dafür, dass du bisher 3 Kämpfe gemacht hast? 4? Ich glaube nicht. Es ist nicht schön, dass die immer wieder auf unser Alter ansprechen. Ja, wir sind erst 10. Ah, verzieh dich nur, ja. 10-jähriges Kind hat dich abgezogen. Ah, Stechi entwickelt sich erst auf Level 40, das wird interessant. Aber Manni werde ich entwickeln, sobald es geht. Sobald es geht, werde ich Manni zu einem Mammutel machen. Sieh hin, Ines, ich werde... Ja, ich habe es nicht gelesen. Für die Ruine. Du, Ines und Ede. Raichu und Gyarados.
Das ist natürlich optimal, dass ich gerade mein Elektro-Pokémon rausgetan habe. Oh no. Aber das wird easy. Nicht die drei Scheißviecher. Okay, wir fokussen Gyarados. Gyarados ist die größte Gegner. Stechi, versuche einfach nicht zu sterben. Oh Gott, ich habe mir das maximal schlechte Team jetzt hier für den Kampf ausgesucht. Ja! Das maximal ja. Schlechte Team. Stechi! Komm, Gyarados, du musst nur Stechi töten. Du musst nur versuchen, Stechi zu töten. Oh nein, er geht auf Mani. Oh nein! Die okay. Arena von Herzrufen haben wir noch nicht, ne? Nee. Dang it. Ich habe mir echt das maximal schlechte Team rausgesucht, das kann ich nicht. Ich kann nicht sagen, dass es Ruinen sind, das sieht neu gebaut aus. Ach man, was macht der denn wieder hier? Ich hab dich nicht gebeten, mit mir zu reden. Nein! Ach Gott, Stechi. So scheiße. Mein Stechi hat 69 Leben. Wie soll ich damit irgendwas anfangen? Er ist nach jedem Schlag instant tot. Achso, der will was von mir wissen und bevor ich es ihm sagen kann, haut er ab. Ganz netter Kerl. Ja, komm. Überall angeln, wo warst du es? Das ist jetzt ein Carpador, dann schwöre ich bei Gott. Ah. Ist es ein Carpador? Waren wir schon in Herzhofen? Ja, das ist die Stadt mit dem Wettbewerb. Okay. Da warte ich auf jeden Fall, bis du. 26k ja, haben die mir gerade gegeben. Nehme ich. Ich würde mal sagen, das ist eine Wasserarena, könnte zufälligerweise sein. Ne, wir hatten schon eine Wasserarena. Was ist das denn für eine? Geist. Das ist effektiv gegen Geist. Geist. Psycho, Unlicht. Ja. Okay, Roy. Oh, als ob ich jetzt ernsthaft keinen Belieber mehr habe. Ich mir dachte, brauche ich keine Belieber nicht. Auf jeden Fall warte ich hier mal auf dich. Ja, merci. Jetzt sind wieder am selben Punkt. Ja, ich darf jetzt eh erstmal zurückfliegen und. Belieber holen. Ja, nicht nur Belieber. Auch allgemein. Alter, wie sehe ich sowas aus? Erstmal ein paar Warner reinziehen. Hey du, hau mir ein paar Beleber rüber. Biatsch. Wenn die jetzt keine Beleber verkauft. Oh Gott, Gott sei Dank. Beleber sind teurer als Flottbälle. Ich werde nie im Leben mehr als 10 Belieber brauchen. Nie im Leben. Nie. Da kann ich darauf wetten. Da kann ich drauf wetten. So. Jetzt darf ich da wieder nach oben, ne? So, und jetzt darf ich wieder runter vom Fahrrad, weil sonst kann ich nicht durchs hohe Gras und da oben sind Tränen, die ich noch nicht besiegt habe.
Ich werde wieder alle 2 Sekunden vom wilden Pokémon angegriffen, ich sage dir. Ich habe heute schon zu viel Rana gegessen. Das passiert, wenn man einen Tag zu Hause ist. Ja, echt schon. So. Wenn ich nur noch durch das wilde Gras hier komme. Vor allem wildes Gras, glaube ich eigentlich. Komm, komm, komm. Easy Snack. Okay. Auflockern. Oh nein, da ist ein Hügel. Zu dem Hügel werde ich nicht hinlaufen. Niemals. Ich weiß genau, wer da unten auf mich, der drunter auf mich wartet. Ich Da sind weiß genau. zwei, okay. Egal, laufe ich so früh raus. Okay. Und ich bin wieder da, wo ich vorhin war. Yay. Stechi, du kriegst nochmal deine Chance. Ich glaube an dich. Ich glaube ganz fest an dich. Glaube nicht zu viel, sonst wirst du nur enttäuscht. Mutterpill. Das sieht schon so nach einem Gegner für dich aus. Ja. Ein gutes Drittel Damage. Gegner. Mehr als die Hälfte. Weil es ein Crit war. Ich habe 40 bekommen, weil es ein Crit war. Heißt, ich überlebe noch einen. Außer es ist wieder ein Crit. Oh nein, es ist jetzt einfach was anderes an. Okay, dann. Okay. So, Stechi. Du bist schneller. Ich weiß, dass du schneller bist. Sehr schön. Du hast deinen Pokémon getötet, was 8 Level unter dir ist. Und es war knapp. Voll der Mobber. Der Stechi ist einfach scheiße. So, ich bin gleich wieder da. Ja. Onix. Ah, das macht Guru. Das macht der gute Guru, weil er Fußkick hat und das dann okay ist. Weiß es nicht. Sollte One-Hit sein. Gutes Teamwork von den zwei nicht entwickelten. Also ein Team. Gutes Teamwork. Oh Leute, noch eins. Damit habe ich nicht gerechnet, dass du noch eins hast. Aber das macht der Guru. Brüller ernsthaft. Damit hast du den Drachen erweckt. Ein Riesen. Drachen, keine Ahnung, ist dasselbe. Für mich ist ein Drache auch ein Riese. Ein Riese ist ein Drache. Ja, schau nicht so dumm. Ist verkackt. Deine einzige Aufgabe im Leben ist hier zu stehen. Hier zu stehen und Wache zu schieben. Nur Stechi hat Schaden gekriegt. Da werde ich nicht mehr Fahrrad drüber fahren, das ist mir jetzt zu dumm. Hier sind so viele Trainer, die man nicht dodgen kann. Den Vogelsammler da unten mache ich dann noch. Und dann war es das für die Folge. Aber jetzt kommt erstmal Schwarzgurt Monty mit seinem Maschok. Stechi.
Vielleicht kannst du ja mal irgendjemanden mit deinem Giftschock auch vergiften. Wir machen beide nicht viel Damage. Aber Stechi, ich weiß, dass du es kannst. Du bist immer noch schneller. Okay, du machst guten Viertel mit deinem Giftschock. Okay, jetzt glaube ich, dass du langsamer bist als Maschok. Ne, immer noch nicht. Mach immer so weiter. Stechi, mach immer so weiter. Silberblick? Okay, senk meine Verteidigung. Ich bin fein damit. Ich bin fein damit. Kid ist Level 35 und Pingu Level 36. Oh nein, ich wollte mit Pingu kämpfen, wenn er sich entwickelt. Hua! 1800. Nehmen wir das nächste Mal mehr Kleingeld mit. Na nu? Pingu entwickelt sich. Und ich wollte mit ihm kämpfen noch. Aber... Nächstes Mal. Pingu. Du hast trotzdem deine Auftritte gehabt, Alter, als Blibrin. Und jetzt, als Empoleon, wird es noch mehr. Die drei Hörner, die aus dem Schnabel wachsen, sind ein Symbol für Stärke. Der Anführer hat die größten Hörner. Weißt du, was traurig ist? Nein. Wäre ich heute in der Arbeit gewesen, hätte ich ja um 12:30 gehen dürfen. Ist immer so. Das Schöne ist aber, wir sind in die drei Gruppen aufgeteilt und die eine Gruppe, wo beim Ranken ist, muss einfach noch eine Dreiviertelstunde arbeiten. Boah, Alter. Oh Gott, immer die Gruppe, wo da ist, wird einfach nur fertig gemacht vom Rest. Vor allem am 23., wo wir unsere Nicht-Weihnachtsfeier haben, die eine Gruppe, wo bei ihm Ranken ist, muss trotzdem bis 5 bleiben. Oh nein, das ist ein Boah, am 23. noch bis 5 Uhr arbeiten. Einfach so, ich hab die so ausgelacht, ey. Ja, verdient. Ja, echt. Eigentlich wäre es ich gewesen, aber wir haben am Bus und B-Tag gearbeitet, auch die Gruppenarbeit, deswegen hat sich's verschoben. Bus und B-Tag, ich vermisse die Zeiten, dass das nur ein Feiertag war. Ja, wir sind Schüler und dürfen deswegen keinen Theorieunterricht haben, aber wir sind gleichzeitig halt Arbeitnehmer, deswegen müssen wir die Wissen praktisch machen. Warum gibt's überhaupt den Feiertag für Schüler allein? Das ist totaler Bullshit. Du machst mal einen Feiertag für Arbeiter. Ja! Genau! Ich bin eher dafür, dass die Schüler den nicht freikriegen. Die sollen da auch in die Schule gehen. Ich hab keine Ahnung, für was der Shit eigentlich steht. Für was? Buß- und Bettag? Also was meinst du? Was für ein Scheiß, warum feiern wir den? Buß- und Bettag ist in Deutschland ein Feiertag der evangelischen Kirche, der auf Notizzeiten zurückgeht. Im Laufe der Geschichte wurden Buß- und Bettage immer wieder das aktuelle Anlass angesetzt. Angesichts von Notständen und Gefahren wurde die ganze Bevölkerung zur Umkehr und Gebet aufgerufen. Was soll der Scheiß? Die christlichen Kinder sollten doch keinen freien Tag kriegen. Ich meine, wir haben Chanukka auch nicht frei. Ach so, das ist bei uns kein Feiertag. Ja, natürlich nicht, wir müssen ja arbeiten. Das ist ein. Aber die Schüler haben trotzdem frei. Es ist nur noch in Sachsen ein Feiertag. Und in den restlichen Bundesländern gibt es nur noch Sonderregelungen für Schüler und Gläubige. Ach so, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich bin so der Oberevangele, dann hätte ich frei bekommen. Wahrscheinlich. Ah. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr bist du zu dem Tag Evangelist, dann bist du Jude, damit du Chanukka freikriegst. Ja gut, lass doch ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Und tschüss.